Einen wunderschönen herzlich willkommen zu FIFA 22 Karriere SG Stuttgart. Spiel Nummer 3 in der Europa League gegen PSV Eindhoven. Daumen und Abo nicht vergessen und wir starten dann ins Spiel. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind wieder vorne mit dabei. Wir sind in der Meisterschaft. Aktuell auf Platz Nummer 3, ein Punkt hinter WRC und LASK, die ja Punkte gleich, aber LASK mit der besseren Tordifferenz. Ja, Stuttgart gegen Eindhoven. Gespannt, wie das hier ausgeht. Ankick. Ob wir jetzt an die letzte Folge anknüpfen können. Monaco mit 5:3. In der Meisterschaft gegen Ried mit 6:0. Und vielleicht gibt es uns hier jetzt den Aufschwung. Vorteil war schon vorbei, Jantschan, Jantschan Ball. Und, schaut auch wieder vorbei. Das wäre der Knicker gewesen. Aber man hat weitergespielt. Na, Eindhoven, die sind schnell, aber sie Mantel steht hier und da gibt es noch rückwirkend für Romero die gelbe Karte für das Foul an Jantscher, glaube ich. Kitaishvili, der wurde hier gefoult. Ein Freistoß wäre es gewesen. Hätte man sofort gepfiffen. Aber trotzdem. So, hier Länder. Er geht mit dem Ball. Pass auf die Bohr, der schießt. Oh. Gehalten. Und hier Länder. Mit dem Schuss über das Tor. Drummer. Ja, gut gemacht von Gazi Begovic, hat er gut gesehen. Schiedsrichter wieder in Fahrt. Also die Heimspiele, wenn wir in Schwarz spielen, ist auch der Schiedsrichter in Schwarz. Warum auch immer. Bei den Auswärtsspielen ist es nicht so der Fall. So, und nächste Chance für Eindhoven. Ja, leichtes Spiel wird es keins hier. Wieder 7. Alter. Ball für Zakaria. Die Flanke kommt gut. Da ärgert sich natürlich Ilza.
So, etwas Ruhe eingekehrt hier. Gut abgefangen. Aber wieder Ballverlust. Vorsichtig. Und boah, da gibt's schon ordentlich ab. Oh, gut ab. Nein! Oh, da wird er gleich bedrängt. Jetzt da, boah. Bleibt hier wieder hängen. Ein Hin und Her. Was für ein Spiel hier. Und wieder sind wir im Ballbesitz. So, das ist der Schiri. Meine Güte, so, pass auf. Janča und Abstoß. Puh, alter Verwalter, hier geht es heiß hin und her. Jeboa. Kitaishvili. Guter Schuss, aber wieder gehalten von Brommer. Ah. Ah, jetzt wieder Eindhoven. Aber wieder Ball abgefangen. Wow, Ball wieder weg. Ah, hier kann Jelinek nicht gleich weiterspielen. Na, okay. Und Außennetz. Puh, Alter. 41 Minuten sind gespielt. Noch steht es hier 0 zu 0. Eine heiße Partie hier, die noch immer torlos ist. Na komm. Da haben wir einen linken. Zakaria könnte es versuchen. Und ah, gehalten. Boah, der war jetzt ganz schön gefährlich vom Keeper, was er da gemacht hat. So, 0 zu 0 zur Pause. Puh, mal kurz durchschnaufen. Es bleibt spannend. Es ist eine heiße Partie, oder besser gesagt, die noch immer torlos ist. Aber unsere Spieler werden schön langsam müde. Schauen wir, auf geht's in Hälfte Nummer 2. Wie wird hier Eindhoven auftreten? Machen Sie weiter auf schnelles Spiel oder der Schiri. Bitte gäbe es einen Schiedsrichter was anderes zum Aussehen. Das kann es ja nicht sein, der immer schwarz ist. Oh, gut. Ach komm.
Jetzt wird's gefährlich und da ist es 1-0. Da ist es Maxi mit dem Treffer. Da bekommst du den Ball nicht weg und ja. Schön gespielt, 1-0 für Eindhoven. Das gibt dir dem Spiel natürlich eine ganz andere Richtung. Denn jetzt wird Eindhoven natürlich wohl eher passiv spielen als aktiv. Und man merkt schon. Aber noch ist das Spiel nicht vorbei. Jeboa mit dem Schuss. Ah, kann hier. Ja. Nicht den Treffer machen. So, Wechsel bei Sturm Graz und bei Eindhoven. So, Affengruber. Was hätte. Ah, Jantsch. Der Ball kommt bei Jantsch an, aber Jantsch war hier völlig überrascht, dass er überhaupt ankommt. Ja, das gibt dem Spiel natürlich jetzt ein ganz anderes Charakter. Das Tor von Eindhoven, die spielen da jetzt ganz viel ruhiger. Ah, war er draußen. Ah, das macht es jetzt schwieriger. Wow, die nächste Chance für Eindhoven. Aber komm schon, Graz, dranbleiben. Boah. Pass sah schon abgefangen aus. Ball auf Jantscha. Ah, ja, jetzt dann natürlich alles hinten bei Eindhoven. Jetzt wird auf Konter gespielt. Ach Gott. Was ist? Nein, da ist Anna. Na, gekommen. Aus dem Nichts ein Elfmeter. Drum. Keine Ahnung. Ja, das ist natürlich schlecht. So, Mario Götze! Und Siemhandel war hier zu langsam. 2-0 Eindhoven. Oh, oh, oh. Das ist jetzt natürlich ganz bitter. Ja, das wird hier schwer noch zu drehen. Denn Eindhoven jetzt einen ganz anderen Spielstil ans Tageslicht bringt. Ah. Plötzlich ist man passiv. Man verteidigt, man spielt sehr viel auf Konter, was natürlich auch gelingt. Was natürlich unser Spiel erheblich oder ordentlich erschwert. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. Komm, ah, Jantscha, ist den Ball hier nicht. Alter, ganz stark von Siebenhandel. Ja, gut, na, Abseits. So, Jan schaut das Spiel, ich bin komplett hier am Ball. Wir brauchen nach vorne einen frischen Stürmer. Ah, das tut weh. So, Niangpo, Niangpo. Ah.
Ja. Das 1-0 hat unser Spiel ordentlich gebremst. Ja, Eindhoven. Natürlich ist da Qualität im Spiel, aber wir waren so gut unterwegs. Und plötzlich schlägt das Spiel von Eindhoven eine ganz andere Richtung ein. Niambo kann hier. Niambo! Die nächste Chance. Ah, was ist hier los? Wir können hier einfach nicht den Treffer machen. Okay, komm. Ja. Da geht nichts mehr. Und abseits. So, Zacharia, für ihn kommt jetzt Kuhn. Sind noch 8 Minuten und plus Nachspielzeit. Also, da kann schon noch einiges passieren. So, Kuhn. Prima Kuhn. Ah. Keiner da. Gitaishvili wird hier, ja. Keine Chance. Jetzt da. Oh, da, ah, Jeboa. Was machst du? Jetzt da, komm. Ah, Jeboa mit der Chance auf das 1-2. Ja, das ist der scheiß Schiri. Mein Gott, na. Geht das Chaos in der Zeit, oder? Warum wird das nicht gepatcht? Ja, das war's. Boah. Ja. Wir verlieren leider unglücklich mit 2-0. Es hat nicht sollen sein. Nach den guten Leistungen zuletzt wieder mal ein Rückschlag. Ja, leider war es nicht auf unserer Seite. Eindhoven stark gespielt natürlich, aber leider. Das 1-0 hat jeglichen Schwung aus dem Spiel genommen. Plötzlich ein ganz anderes Auftreten von Eindhoven. Hinten rein und auf Konter und das war dann unser Ende. Wir konnten unser Spiel nicht mehr aufziehen und ja, zum Schluss noch gute Torchancen vergeben, aber leider. Aber es sind ja noch 3 Spiele, noch ist nichts verloren. Die Wende könnte vielleicht in den Rückspielen kommen. Bis dahin, danke fürs Zusehen, Bussi aus Bauchi, Daumen und Abo nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal, euer Licinator.